Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest hier zu einem weiteren Video. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind heute auf einer Karte unterwegs, auf der wir schon im letzten Jahr unterwegs waren und sogar dort schon an der Leitstellenfahrt gemacht haben. Auf der Karte Rheinhausen sind wir heute unterwegs, fahren das Ganze hier mit dem Ofen 130 von Morphy in der 5. Version. Und natürlich zeitgleich natürlich auch die Ankündigung für die nächste Leitstellenfahrt, die jetzt am Freitag denn stattfinden wird auf der Karte Rheinhausen. Also wer Rheinhausen hat und gerne mit in der Leitstellenfahrt hier mitfahren möchte, der ist natürlich herzlichst eingeladen, um das Ganze hier natürlich schon mal so ein bisschen hier reinzuschnuppern, um das Ganze wieder so ein bisschen in den Gedächtnis zu rufen, weil wir das Ganze hier heute mal fahren und auf der Linie 51 mal so eine kleine Runde drehen. Dementsprechend steigt mit ein, lasst uns eine gemeinsame Fahrt hier genießen und schauen, wo die Reise uns hier hinträgt. Ah, schön. Dementsprechend starten wir das Ganze schon mal. Jetzt müssen wir wieder nur warten, bis der Monitor... er geht auch gleich beim ersten Mal an. Großartig. Das kann nur gut gehen heute. So, warte mal. Jetzt müssen wir mal ein bisschen die Heizung hier mal pushen. Zip. 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 Das Ganze mal so machen. So. Und kannst du mal ein bisschen feuern. Wundervoll. So, Modus haben wir automatisch gestellt. Und hier machen wir ein 2, 3, 4. So, und wir sind auf der 051-01 unterwegs. Dementsprechend starten wir hier am Juliansberg und fahren Richtung Herrenholz. So sieht, wie gesagt, heute unser Fahrplan aus. So, gut. Wundervoll. Können wir hier schon mal, soweit hier alles schon mal hier reinlegen. So. Irgendwie, das hat sich irgendwie was verändert. Das zieht sich heute alles so komisch an. So, na gut. Handbremse raus, los geht's. Werden wir mal die Fahrgäste hier abholen. Linienverkehr frei, das lese ich gern. Zurück in Deutschland, wieder angekommen hier. Anders als noch in Frankreich. So, was ist los? 51 nach Herrenholz, richtig? Richtig. Richtig. Ja, schieben wir mal die Karte hier nochmal rein. Mustermann, naja, bestätige mal. Letzter Name, Z5. Ja. Ein Nachtrag, nö. Und wir befinden uns in Deutschland. Perfekt, eigentlich gespeichert. Wundervoll. So. Ja, will keiner einer mit hier. Wir haben mal die Z verspulen. 1, 2, 3, 4, 5. Und keiner einer will mit. Gut, na dann, Abmarsch. So. Nächste Haltestelle, Schleswiger Platz. Die Zeit da jetzt her. Was ist denn da jetzt los? 2 Minuten verfrüht. Hallo. Das geht ja mal überhaupt nicht. Da muss ich leider mal ein bisschen jetzt hier Zeit jetzt hier gut machen, weil also jetzt 2 Minuten jetzt hier an der Haltestelle warten, finde ich jetzt natürlich auch ein bisschen albern. Aber wie gesagt, heute, nee, also jetzt am Freitag jetzt hier auf Rheinhausen hat sich der Fahrsuch gewünscht und muss ganz ehrlich sagen, bin ich gar nicht so traurig drüber. Rheinhausen ist eine schöne Karte. Trotz, dass sie fiktiv ist, ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Karte, die auch zu fahren. Bietet viele Linien, also hat man auch ordentlich was zu tun. Also falls ihr den DLC noch nicht haben solltet, eine Kaufempfehlung geht hier definitiv raus. Oh.
Na gut. Hallo. Steigst du wieder aus? Einmal normal, bitte. Einmal normal. Sollst du kriegen. Ticket. Standard. Token. Kostet 2. Nächste Haltestelle, Wilhelm-Griesinger-Klinik. So eine Karten haben mir irgendwie letztes Jahr gefehlt, hier so ein bisschen so Freeware-Karten. Meine Bad Hügelsdorf würde mich ja brennend interessieren, aber durch diese schlechte Performance, die die Karte leider hat, trotz Einstellung von Knolli oder sowas, halt, hast du halt wirklich einen Geruckel vom Feinsten. Man weiß halt immer nicht, woran das liegt, dann kannst du es halt optimal versuchen einzustellen, aber das ist dann alles immer so ärgerlich. Denn schon wieder 2 Minuten vor. Was ist denn los hier? Hallo. Manfred, grüß dich. Wir haben ja schon wieder hier. Mal 2 Minuten Verspätung. Guten Morgen. Grüß dich. Guten Morgen. Grüß dich. Sollen wir uns ein Eigentor schossen, wa? Durch die Verspätung jetzt, aber mein Gott. Denke mal, die werden wir schnell wieder rausfallen, dass wir gucken können. Straße. Hallo. Morgen. Grüezi. Nächste Haltestelle, Krämerbad. So, weiter geht's. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr, zur S-Bahn und zur Stadtbahn.
Auch hier muss er halt immer mal ein bisschen nachladen. Aber ich finde, das hätte sich hier immer noch irgendwie im grünen Bereich hier. Gedüllt sich. Einmal grün bitte. Tag. Einmal Tageskarte. Eine Tageskarte. Ah, sollst du kriegen? 75. Danke. Bitteschön. Nächste Haltestelle. Hey Kollege! Ach, dank Nolli, wie gesagt, funktioniert das jetzt auch, dass hier ein paar Busse hier lang fahren. Schön. Waren wir doch ein bisschen einsam gewesen. So ganz ohne Kollegen. So. Danke. Guten Morgen. Weiß nicht, wie hoch man das eigentlich so in der Regel stellt. Ich glaube, jetzt bei mir steht es jetzt bei 150 oder sowas. Damit ich ein bisschen Leben auf der Karte herrscht. Oh, ich bin auch noch geblitzt. Bootshof, Rathaus. Umsteigemöglichkeiten zum Stadtverkehr der RVB sowie zur Stadtbahn. Zur Altstadt und zum RVB-Kundenzentrum bitte hier aussteigen. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ja, Leute, so sieht's aus. Nächste Haltestelle, Theaterplatz, Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Oh, da kommt schon der nächste Kollege. Ja, also ich denke, mit der Einstellung fahren wir gut hier mit der 150. Grüß dich.
auf der Spur. Nächste Haltestelle, Robert-Koch-Haus, Universität. Nächste Haltestelle, Mozartstraße. Obwohl du sogar deine eigene Straße bekommen, ja, ist ja fantastisch. Hat er so ja seine eigene Straße gekriegt, der Mozart. Ich würde sagen, huch, das ist ja neben dem Bus, aber. Motauto. Nächste Haltestelle, Heidelberger Weg. Ist mir vorher halt nie aufgefallen, ja, dass hier mir so nie wirklich KI-Busse entgegengekommen sind. Erst seitdem Knolli mir das denn so gesagt hatte, dass dann irgendwie mein Omsi-Schema kaputt sei, aber dann habe ich gesehen, dass mir irgendwas irgendwie mit der Einstellung nicht ganz korrekt war. Wie gesagt, davor ist mir das nie wirklich aufgefallen. Links. Nächste Haltestelle, Mannheimer Straße. Hallo. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Kurzstrecke 60. Nächste Haltestelle, Hauptfriedhof. Hauptfriedhof. Nächste Haltestelle, Reinhold.
Immer wieder an der roten Ampel stehen, machen wir ja gerne. Deswegen, also wie gesagt, die Karte hat ab und zu mal halt so eine extrem kurze Mini-Ruckler drin, ja, aber im Großen und Ganzen ist es echt eine fantastische Karte, weil sie halt auch unglaublich viele Linien halt bietet. Und dafür, dass es halt so eine fiktive Karte ist, ja, bin ich der Meinung, dass man die echt schön gebaut hat, so als ob diese Stadt halt wirklich existieren würde halt, ja. Und das ist immer so schwieriger Faktor, weil du hast manchmal so Freeware-Karten, ja, die dann zum Beispiel fiktiv sind, da weißt du ja ganz genau, das kann niemals so eine original nachgebaute Karte, also so eine originale Karte sein, weil das würde in der Regel so keiner bauen halt, ja. Aber wie gesagt, hier in Rheinhausen, oh, jetzt bin ich meinen Gaspedal weggeschoben hier. Ungünstig. Das ist die Verspätung hier, ja? Guten Tag. Morgen. Ich versuche halt immer darauf zu achten, dass du jetzt halt immer so ein bisschen Verspätung hast, so 10, 20 Sekunden so. Nächste Haltestelle, Elsa-Brandströmweg. Brandströmweg. Oh, eigentlich eine schöne Linie hier. Bin mal gespannt, ob wir dann mal wieder den ganzen Abend unterwegs sind, denn... Kinder, oder? Aber noch ein Bild für YouTube. Ganz vergessen. Nächste Haltestelle, Neuweide Technische Hochschule. Hier könnte man uns ja in der Regel überholen, wenn man könnte, wenn die KI das mitmachen würde. Nächste Haltestelle, Herrenholz. Umsteigemöglichkeit zur Stadt. Das war schon? Diese Fahrt endet dort. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Oh, hat gerade so Spaß gemacht. Das ist das, was ich meine denn halt, ja? Dann hast du mal so richtig Bock auf so eine Karte, ja? Dann ist die Tour schon wieder so schnell zu Ende. Also Rheinhausen ist großartig.
also geradeaus weiter. So, genau. Also Freitagabend ab 19.30 Uhr hier die Leitstellenfahrt dann auf ÖPNV-Simulation. Rege Teilnahme ist natürlich höchstens erwünscht. Ja. Holt euch die Karte. Wie gesagt, ich kann sie echt nur wärmstens ans Herz legen. Der Bus ist nicht ganz so geil, aber die Karte finde ich schon. Die ist super abwechslungsreich. Kann man sich auf jeden Fall mal gut anschauen. Vielleicht auch mal ein bisschen öfter fahren. Also wenn man so, sich jetzt so die Karten der vergangenen Monaten anschaut, die jetzt rausgekommen sind, ist, glaube ich, Rheinhausen eine absolut großartige Karte. Das gebe ich euch schwarz auf weiß. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, geht es dann hier an der Stelle denn am Freitagabend um 19.30 Uhr wieder los. Erste Leitstellenfahrt im Jahre 2021. Dabei sein, ja, würde mich natürlich da mega, mega drüber freuen, wenn wir uns dort natürlich wiedersehen. Und sonst verabschiede ich mich jetzt hier. Bedanke mich, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da oder schreibt es auch gerne in die Kommentare. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.